Ach nee, ich will da nicht rausgehen. Wo ist denn überhaupt mein Wohnwagen jetzt? Da unten oder was? Kann ich? Nee. Ich hatte es heute mal gefunden, ja? Wo komme ich denn zu meinem Wohnwagen? Aber das mit diesem Ausrechnen, das war ja richtig scheiße letztes Mal. Also das muss ja gar nicht sein. Ich glaube, von da kam ich. Ja. Eine Wäscheklammerpuppe. Das perfekte skurrile Souvenir für Logan. Da steht etwas geschrieben. Ein Gedicht? Oder ein Rätsel? Erinnert mich an die Kinderreime, die ich Logan damals vorgelesen habe. Drei kleine Rehe wagten sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen, ganz famos. Doch eins der Rehe kam niemals zurück nach Haus. Der Rehe suchten Trost und weinten los. Was? Alter! Gruselige Puppen, geheimnisvolle Reime. Auch nicht merkwürdiger als alles andere hier. Das jetzt, oder was? Also das andere Rätsel. Diese geheimnisvolle Reime sind hier überall verteilt. Warum sind sie da draußen und wer hat sie geschrieben? Hä? Oh, übersehen. Ich liebe das Geweih und sein kleines Gesicht sehr gelungen. Okay, manche Übersetzungen sind ganz komisch. Alter. Was ist das für ein Aufbau? Warum das Stativ? Ein Experiment vielleicht? Es ist kaum zu erkennen, dass es ein Reh ist. Wäscheklammern sind wohl etwas limitierend. Ah.
Da steht einfach eine Kamera rum, ne? Boah, wo muss ich das hinstellen? Alter! Boah, hab mich erschrocken. Okay. Eine Kleine wagte sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen, ganz famos. Doch eins der kam nicht zurück nach Hause, und zwei suchten Trost in. Das ist falsch. Macht keinen Sinn. Gut, dass es kommentiert. Nein. Denken, Saga. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Hey, als ob die das kommentiert. Auf die Art kannst du es dann rausfinden. Lass es. Ah, Puppen nicht vergessen. Könnte sie noch brauchen. Halt's Maul! War das alles? Ich könnte nur eine setzen. Lass gut sein. Lass gut sein. Ach, warte mal, da war ich doch. Ich müsste den Wohnwagen erstmal finden jetzt. Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Hä, Anhänger wo? Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten.
Ah. Die Lösung des Rätsels hat die Welt verändert. Was ist hier los? Das fragst du dich noch, was hier los ist. Im Rhein ging es um ein Reh, das von Wölfen gefressen wurde. Ein Teil des Mannes ist aufgetaucht. Wo kam er her? Ich frage mich, ob es noch mehr gibt. Hier war ich auch noch nicht. Doch, hier war ich schon. Hä? Bin ich wieder durchgerusht, hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo mein Wohnwagen stehen soll. Guten Tag. Warte mal. Koffer, Alter. Oder wieso muss es auf Englisch alles sein? Brunnen, Werkstatt, Souvenir. Behälter. Armbrustbolzen. Hello. Alla. Ich übersehe hier alles, ne? Das dauert ewig, bis es lädt. Guck mal, das, guck dir das mal an. Den Weg entlang. Alter! Lass es sein! Ah, den kann ich rausnehmen. Ich kann nur 5 Bolzen mitnehmen.
Und das findest du irgendwo, den Campingplatz? Da unten, Wohnwagensiedlung. Sorry. Wohnwagensiedlung, alles klar. Da muss ich hin. Alter, ich muss auf die Hauptstraße zurück. Okay. Lunch. Da oben ist noch eine Lunchbox. Ja, wo auch sonst, ne? Ach komm, wie lange das lädt? Junge! So, muss ich hier hinter? Und dann rechts abbiegen, bei der nächsten Gelegenheit. Ja, hier hoch. Das sind zwei. Das war also ein anderer Wolf. Lunchbox. Ich senke mein Gewehr. Auf dem Autodach stehend blickte ich auf das Gemetzel hinab. Die Zombies hatten fast gewonnen, aber zum... Alter, das bleibt nicht stehen, das Spiel, wenn ich das lese. Aber zum Glück war ich da. Manchmal sind die Menschen, von denen wir es am wenigsten erwarten, die Helden, die wir brauchen. Dank mir war meine Stadt nun endlich sicher. Ich schwang das qualmende Schießeisen ein letztes Mal über meine Schulter, hoffentlich zum letzten Mal. Die Stadtbewohner, die vorsichtig aus ihrem Verstecken herauskamen, bestaunten dasselbe Blutbad, das ich auch sah, und riefen meinen Namen. Ich winkte und sie jubelten wieder. Endlich konnte ich wieder in mein ruhiges, bescheidenes Leben zurückkehren. Bücher lesen, im Garten arbeiten, stricken und die besten Pilzexpertin der Welt sein. Plötzlich packte eine Hand mein Handgelenk. Ich blickte in die Augen des liebenswürdigsten, sensibelsten Schriftstellers, den ich seit meiner Kindheit kannte. Ein Lächeln überzog sein wunderschönes, freundliches Gesicht und ich fühlte mich seit dem ersten Auftauchen der Zombies bis zum ersten Mal ruhig. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir den Rest unserer Tage in Frieden miteinander leben. Hä? Was? Was ist los? Hallo? Sie verarschen? Darin befand sich eine Seite mit einer Geschichte, aber sie hat definitiv nichts mit den anderen Seiten zu tun. Fanfiction vielleicht? Alter, ja, okay, hier ist noch Schutzraum. Relevanter Ort. Relevanter Ort, sollen wir das absuchen? Hey, ich hab kein Problem. Ihr könnt ruhig euer Reh fressen. Ich hab da gar keinen. Alter! Ich glaube, die sind neutral. Diesmal ist er angereift, soweit ich das jetzt beurteilen kann. So, links oder rechts? Links runter. Hier, oder? Ja. Hier? Yes. Links oder rechts? Hier weiter. Das ist so unübersichtlich. Das wäre voll viel cooler, wenn du oben links oder so eine Minimap einblenden könntest. Aber man kann nicht alles haben, ne?
Du kannst einfach oben links gucken, okay. Laufe ich so und so. Was soll der aber. Man soll ja. Ja, das ist ja gar nicht gedacht, dass man ständig M drückt und auf die Karte guckt, ne? Okay. Okay, einfach den Weg folgen. Perfekt. Ja, irgendwie musste ja 25 Stunden Spielzeit kommen, ne? Ah, ist schon sehr unterhaltsam. Also ich habe schon eine sehr gute Meinung vom Spiel bis jetzt. Atmosphärisch ist das schon klasse. Die ist jetzt schon repariert. Lass mich raten, ich muss darüber. Ja. Ich will was Neues. Nicht? Doch. Ah ja, das ist nur. Oh, wieso zieht die denn jetzt ihre Waffe? Ist hier irgendwas in der Nähe, was ich looten kann? Ach, der zweite Eingang von Coffee World. Okay, der zweite. Vorhin bin ich hier oben rein, glaube ich. Nee, ich war vorhin auch schon hier, oder? Ja. Hier ist noch ein Ort von Bedeutung. Direkt links. Was ist das? Leck mich, ich brauche hier nichts. Wieso fahren wir eigentlich nicht mit dem Auto? Auf der Seite stand, dass ich hier einen Kultisten treffen würde. Bleib auf der Hut, Saga. Inventar voll. Zack. Bürgermeister Setter begrüßt Ihre harten Fragen. Es ist im Regen. Ah, oh, die zwei. Ich darf kein Wasser trinken. Oder baden. Nie wieder. Schnaps. Oh. Nur noch Schnaps trinken, Bruder. Sehen nicht wie Kultisten aus. Das hilft nicht. Denn ich bin nicht wie selbst. Wie kämpft man dagegen an? Wir sind zu alt. Verzeihung. Oh oh. Ich suche nach dem Trailer der Andersons. Gerade rechtzeitig, meine Liebe. Wie schon gesagt, es stimmt nicht. Die Lügen tun dir nicht gut. Und schwächen dich. Glaub nicht ein Wort. Sie glauben daran, weil sie tief in ihrem Innersten möchten, dass jemand für sie denkt. Wir sind anders. Rebellen.
Die leben noch, ja. Du musst es aufhalten, bevor es Realität wird. Ihr seid kein Teil der Geschichte. Schreibe die Geschichte selbst. Die waren nach dem Altersheim. Der Hölle, bitte. Diese alten Trunkenbolde lassen sich von der Horrorgeschichte scheinbar nicht beeinflussen. Wissen Sie, was hier passiert? Woher kennen Sie die Geschichte? Du selbstverständlich auch, meine Liebe. Wir sind eine Familie. Die Andersons. Wikinger. Götter. Ah ja. Es ist so schön, dich endlich zu sehen, Saga. Ich bin dein Großonkel Odin. Und das ist dein lange verschollener Morfar, Thor. Ah ja. Keller, Saga. Er ist dein Großvater. Und ich bin der Allvater. Genauso verrückt wie alle anderen auch. Ja, Ich muss konzentriert bleiben. Aber guck mal, das sind die einzigen. Das sind die einzigen zwei, die noch hier sind. Alle anderen sind schon wieder verschwunden. Warum sind die nicht betroffen? Die Geschichte verschafft mir also jetzt schräge Verwandte. Aber irgendwas stimmt nicht mit diesen Typen. Ja, schon. Jedes Mal, wenn ich Mama nach ihrem Zuhause oder die Familie fragte, schwieg sie. Ich habe keine Ahnung, wer meine Großeltern sind. Waren wir nicht im ersten Teil auch hier? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, oder? Was ist denn hier offen? Es stinkt nach Alkohol. An mich adressiert. Vor Jahren. Wake hatte recht. Die Horrorgeschichte verändert die Realität, nicht nur die Erinnerung der Leute. Washington Power, Saga Anderson, Watchery, Lighthouse, Wohnsiedlung, Weg 6. Ja. Account, Betrag fällig, $2018, $8 ja. Die Rechnung lautet auf meinen Namen, 22. Februar 2018. 5 Jahre alt. Und das Spiel ja 2023. Ist das jetzt mein Wohnwagen? Ich habe ihn gar nicht aufgeschlossen. Alles erinnert mich an Logan. Das könnte ihr Zimmer sein. Langsam wird es zu real. Zu persönlich. Meine neuen Verwandten gehören dem Kult des Baumes an. Und das ist der Klicker. Der Kult hat ihn, genau wie auf der Seite beschrieben. Hä? Kalevala Knights. Das ist der Motorradclub der Koskeller-Brüder. Ich werde in Odins und Thors Pflegeheim vorbeischauen. Gleich nach dieser Biker-Werkstatt. Nein! Das stimmt nicht. Das ist nur eine verdammte Geschichte. Eine Lüge. Logan ist zu Hause. Unversehrt. Scheiße. Sie ist in der Schule. David. Oh, jetzt lässt sie sich davon verrückt machen. Ich bin in der Geschichte und sie wird wahr. Wake sagte, Scratch würde versuchen, mir weh zu tun. Aber er sagte auch, dass man es noch stoppen kann. Dass der Kicker es stoppen kann.
Hey, hier ist David. Sprecht aufs Band. David? Geht es Logan gut? Ruf mich zurück, sobald... Wer ist das? Hä, wer ist das? Mulligan? Mulligan? Was zum Teufel? Hey! Bleib, wo du bist! Der Kult des Baumes, ja. Mulligan ist ein Kultist? Nein, Logan lebt noch. Nein, das ist nur die Geschichte, die versucht, mich zu verletzen, nicht real. Halt! Da ist noch was. Die sind da drin verwickelt. Thor und Odin sind eindeutig mit dem Kult des Baumes befreundet. Ob sie Mitglieder sind, ist jedoch unklar. Hä? Shit. Thornton auch. Verdammt nochmal. Und jetzt sind sie alle Besessene? Alter! Schnapp dir diese Arschlöcher. Konzentrier dich auf den Fall. Ich musste sogar hier hin, oder? Logan war eine Lüge. Denk nicht daran. Der Kult hat den Klicker. Werkstatt. Hol ihn dir. Bring das wieder in Ordnung. Fortens miserables Pastrami-Sandwich. Bevor ich da reingehe, ne? Das ist die Werkstatt, die auf dem Foto mit den Kultisten zu sehen war. Dort bewahrten sie den Klicker auf. Wenn er noch hier ist, muss ich ihn finden. Sollte ich auch mal benutzen. Alter, überall Flares. Das Foto bewies, dass der Kult den Klicker hatte. Thor und Odin steckten auch mit drin. Das muss ich später weiter verfolgen. Das heißt, der Klicker könnte dort sein. Ich muss vorsichtig sein. Wie kamen die an den Klicker? Wir hatten ihn doch. Also Alan hatte ihn doch. Was für ein schönes Reh. Bringt das, dass er mir die streichelt? Elf Schuss immerhin. Alter. Lauter Flares. Ich kann den... Oh Gott. Schau in die Smiley-Kaffeetasse.
Wahrscheinlich noch aus dem Winkel, ne? Alter, wenn das jetzt wieder stimmt. Wenn das jetzt wieder stimmt, ne? Dann funktioniert die Hirnfunktion heute mal ausnahmsweise. Versperrt. Sie müssen da drin sein. Es muss einen Weg geben, dieses Schloss zu öffnen. Jackpot. Das ist das Versteck des Kults. Vielleicht sogar ihr Hauptquartier. Mhm. Bing. Da ist ein Keller. Was für ein seltsamer Kult. Wir sind der Kult des Baumes. Wir wachen in der Nacht. Nun erkenne ich sie. Das ist unsere Mission. Der Wald soll wieder unheimlich sein. Es ist ein Baum, eine Fichte. Halten Sie. Was haltet sie fern? Beschützt sie. Ah ja. Rose. Sie ist die Kellnerin im Diner. Rose Mergold, Beobachtungen. 21.03.2014, 6:35 Uhr. Fährt mit dem Auto von zu Hause weg. 45, kommt im Odeon an. 7 Uhr öffnet das Restaurant, 9:44 Uhr, verschüttet eine Tasse Kaffee. Statt auf die Kaffeepfütze und wirkt plötzlich ganz glücklich. Fängt an, lebhaft mit der Pfütze zu reden. Beobachterin nicht im Diner, konnte sie nicht hören. Okay. Nee, sorry. Ein gruseliger Keller. Scheiße. Hey! Halt! So wie es deinen Verstand verschlingt. Mhm. Boah. Wie da oben, ne? Aha. Unwahrscheinlich, dass die Koskelos nichts von einem geheimen Kultraum unterhalb des Clubs gewusst hätten. Kitzeleien eines Drogenberauschten über den Ursprung des Kult-Dreiecksymbols. Berichte über Rose Marigold aus dem Hauptquartier des Kults. Mhm. Wo kommt denn das hin, Alter? Nein. Na, aha! Rose ist die Kellnerin aus dem Diners. Hat sie etwas in dem Kult zu tun? Hat die uns nicht Schlafmittel rein in den Kaffee, als wir beim ersten Teil bei ihr waren? War das nicht die? Da habe ich doch schon draufgeklickt. Das war die, genau. Die kontrolliert wurde von dieser alten Frau da. Im Ernst, es wäre beinahe amüsant, wenn sie keine Menschen töten würden. Die hat uns doch, ja genau. Das ist der Klicker.
haben ihn. Sie spielen ein Spiel mit mir. Ich war so knapp dran. Nein, ey. Sie haben den Klicker. Ich kann sie finden. Wohin würden sie gehen? Der Klicker war die ganze Zeit hier. Scheiß Mulligan und Thornton. So. Das ist das. Ja, okay. Sie haben den Klicker in den Übergang mitgenommen. Wie bekomme ich ihn zurück? Immerhin haben sie eine Seite da gelassen. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Hier ist ein Übergang, genau wie der beim Cauldron Lake. Mulligan und Thornton sind wie Nightingale. Sie sind drin und warten. Und ein Festwagen ist der Schlüssel? Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und die Gestalt der beiden auf. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Wer ist der Anführer? Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald. Das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Saga hatte darüber gelesen. Die Falle. Sie wusste, was auf sie wartete. In dem Moment, als sie den Riesen sah, wusste sie, dass sie nicht bereit war. Oh, nö! Du hast Logan ertrinken lassen. Die Waffe, die er trug, konnte ihren Schädel wie ein Ei zerbrechen. Das Hirn wie Eigelb auslaufen lassen. Alles, was sie liebte, verloren. Alles, was sie war, verloren. Wir werden zusehen, wie es deinen Verstand auffrisst. Als sie das las, wurde ihr schlecht. Aber die Angst war groß, als sie sich hier stellte. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Och nö. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was auf uns wartet. Oben ist ein Besessener. Das war eine Falle. Hier bin ich aber sicher. Wo ist der Riese hin? Ich denke, das kann ich brauchen. Alter! Der Festwagen. War das alles? Oh, jetzt fängt das wieder an. Ist dieser Festwagen auf der Seite gemeint? Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit.
Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cordon Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Ich dachte, wir müssen gegen so einen Riesen kämpfen jetzt. Was für ein verstörender Festwagen. Ich höre kein hämisches Gelächter. Nein, noch nicht. Starr zu, immer und immer wieder. Das muss bedeuten, dass sich der Arm bewegen sollte. Ja. Ich weiß nicht genau, was Puko bedeutet, aber sieht so aus, als würde das Messer fehlen. Messer ab. Da fehlen einfach die Leerzeichen teilweise und so, ne? Also. Wieso trägt einer von ihnen eine Maske und der andere nicht? Das setzen wir doch jetzt mal zusammen. Ah, Manuskript, warte mal. Ilmo stand vor dem Festwagen. Dann wandte er sich seiner Crew zu. Jetzt stellt euch vor, wie sich die Arme des Mörders bewegen. Stich, Stich, Stich. Und der Naki lacht. Beim Hirschfest gehen alle immer auf Nummer sicher. Wir nicht. Dieses Monument für Waterys Geschichte, dieses Kunstwerk, wird die diesjährigen Preise abräumen. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Oh! Na, hallo! Ja, die Pistole, ne? Erhöht die Feuerrate? Ja. Eine Zinngröße. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Jetzt haben wir für die vorher zwei Bolzen, bevor du nachladen musst. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Magazingröße, komm. Saga wusste nicht mehr, wie oft sie bereits gefeuert hatte. Nur, dass es mehr Schüsse waren, als sie Kugeln im Magazin hatte. Dennoch ging ihr die Munition nicht aus, als hätte ihr Magazin plötzlich Platz für mehr Kugeln. Sie feuerte erneut. Ja, nice, ne? Klingt so, als gäbe es ein Ritual, das mit dem Festwagen verbunden ist. Ja, schon so. Dort, wo das Gesicht sein sollte, steht nur Maske. Nein. Immer und immer wieder. Klingt so, als sollte er sich bewegen. Ja. Ein Poko ist ein Messer von so einer Waffe habe ich noch nie gehört. Scheint so, als würden irgendwelche Geräusche aus dem Brunnen kommen. Was fehlt vom Festwagen? Ich muss ihn zusammenbauen. Das ist also Koskellas Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe. Fairtrade Fun Zone. Espresso Express. Verstanden. Oh nein. Souvenirladen. Einfach. Ich kann es nicht lesen. Nochmal dahin zurück, wo die ganzen Assis rumlaufen. Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? Warum es ausstreichen? Vielleicht will jemand nicht, dass ich das Ding finde.
fehlt ein Soundtrack? Die Kassette ist in der Fairtrade Fun Zone. Der Festwagenmörder benutzte ein Messer. Kunst ahmt das Leben nach? Ich weiß jetzt, was dem Festwagen fehlt. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Schädelmaske ist. Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Elchsteak ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Wo ist die Maske? Koche und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Der Brunnen. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen in der Coffee World. Ah. Sie versteckten die Leiche ihres Opfers in einem Brunnen, aber vielleicht haben sie noch mehr versteckt. Klingt so, als hätte Mulligan und Sean etwas verbockt. Irgendwas mit einem Schädel. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen. Hier in Coffee World. Der Elchschädel wird dort sein. Ja, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Dann gehe ich mal in den Safe Room. So.